Sporthandel. Ja, schön. Schon wieder nichts Nützliches. Ich wollte eigentlich mit dem reden, der noch was zu sagen hat. Sie haben geändert Meinung? Wollen, wie viele Sie... Okay, mit dem will ich doch nicht mehr reden. Hütte. Hütte, habe ich gar nicht gesehen. Hallo Hütte. In der Hütte stehen ein Stuhl und ein kleiner Tisch. Eine uninteressante Holzhütte mit einem bewaffneten Schlägertypen davor. Schön. Das bringt mir nichts. Der Typ sieht irgendwie nicht so aus, als würde er mir helfen. Ich bin irgendwie am Hängen. Was muss ich tun? Erkennen Sie die... Por Dios! Wegnehmen schnell! Sie schlechtes Pech bringen nach Caramonte! Okay, tut mir leid. Schlechtes Pech finde ich schon mal richtig gut. Aber ich würde sagen, ich rede erstmal mit dieser Frau hier. Denn diese Frau ist eine Sau. Ja, das war ein schlechter Reim. Entschuldigung. Ja, redest du noch mit mir oder nicht? Müssen Sie so spucken? Sie! Meinen Sie, jemand will den Mist mit essen? Was ich sagen will, ist, es tut Ihrem Geschäft doch bestimmt nicht gut. Ich bin sicher, ohne Spucken würden Sie viel mehr Kürbis verkaufen. Bisher hat sich noch keiner beschwert. Okay. Okay, ich sehe schon, Sie verstehen mich nicht. Brauche ich den? Nein. Okay, den Spucknapf kann ich nicht. Nein. Okay, So, Leute! Ja, ich bin wieder zurück. Ich spiele Baphomets Fluch 2 weiter. Ich muss dazu sagen, mir ist mein Spiel abgestürzt letztes Mal, deswegen war ich so abrupt weg. Tut mir leid. Ja, ich habe eigentlich versucht, alles wieder nachzuspielen. Ich hoffe, dass ich jetzt eigentlich ziemlich dasselbe gemacht habe. Ich wäre mir relativ sicher. Aber ich kann auch sein, dass ich ein, zwei Gesprächs vielleicht vergessen habe und ihr die nochmal hört. Ich hoffe natürlich nicht. Was ich jetzt erstmal machen möchte, ist nochmal hier reingehen. Weil ich habe beim Nachspiel natürlich nur das gemacht, was ich vorher auch schon gemacht habe, aber trotzdem auf das geachtet, was sonst noch so gibt. Und dabei ist mir dann zum einen mal aufgefallen, dass ja hier noch dieser Schrank ist. Redest du gleich wieder mit mir? Ja, nee, okay. Da wollte ich doch mal rangehen. Sprich. Bleiben Sie da weg! Okay, wieso? Da wird der Sprengstoff aufbewahrt. Ja, ist doch super. Den möchte ich auch haben. Ein Vorratsschrank. Gib mir ein bisschen Sprengstoff. Es gibt sonst nichts weiter zu bereden. Nico mir noch was Neues sagt. Im Moment will ich mich mit Nico über nichts weiter unterhalten. Stimmt, da war ja auch nichts. Ah ja, und was mir noch aufgefallen ist, sorry, ist gerade kurz ein bisschen was, ist, dass hier die Zellenfenster, dass man da reingucken konnte. Oder dass man sie auswählen konnte zumindest. Ob man da reingucken kann, ist jetzt die zweite Frage. Die Zelle ist leer. Eines der Gefängnisfenster. Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Hey, Miguel! Er hört mich nicht. Eines der Gefängnisfenster. Oh, ist ein Typen. Ich könnte mich irren, aber ich finde, Sie sind meiner Frage vorhin etwas ausgewichen, als ich gefragt habe, was Sie in dem Truck spazieren fahren. Natürlich bin ich ausgewichen. Ich konnte doch vor diesem Ausländer nicht offen reden. George, ich befinde mich auf einer absolut geheimen Mission für Uncle Sam. Dieser Truck ist eine rollende Bombe. 400 Pfund Nitratdünger mit einem Plastikzünder. Den Knall hören die bis nach China. Mann, darauf freue ich mich schon richtig. Ist Miguel der Grund, warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen.
guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder. Ein Sprengzünder. Wieso haben Sie eine ganze Wagenladung Sprengstoff, aber keinen Zünder dabei? Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Kofferpacken ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Pearl. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen. Haben Sie wirklich noch nie von Condor gehört? Natürlich habe ich das, mein Sohn. Genauer gesagt waren es meine Untersuchungen, die Sie verscheucht haben. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senior Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand. Hm. Katze, geh weg von meinem Essen. Sorry Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Okay. Meine Fresse, waren die penetrant. Wir müssen den da raus, wir brauchen einen Sprengzünder. Ja, und wir wissen ja jetzt auch schon, wo Sprengstoff liegt, also sollten wir uns da vielleicht mal ein bisschen Zugriff zu verschaffen. Weil die Frau mochte den lieben Kollegen Schlittschuh ja eh nicht. Also wird sie wahrscheinlich nichts dagegen haben, wenn wir ihm einfach mal das Polizeirevier wegsprengen. Ja. Das ist wieder was, wo ich nicht... Doch, kann mich reinbeamen. Schön. Okay. Liebe Frau. Ich brauche einen Sprengzünder, bitte. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Ja, Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo Sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Okay. Wieder nix. Nico! Hallo, Nico! Nico! Nico, Nico! Hallo! Nico! Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht... Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Schön. Jetzt kann ich nichts machen, das passiert alles von alleine. Na los. Probieren wir es doch mal. Wir haben genug von Caramonte, wir wollen weg. Halte ich Sie etwa davon ab? Der Typ an den Docks meint, ich bräuchte ein Ausreisevisum. Fragen Sie Rinaldo, er wird alles arrangieren. Dafür ist er ja da. Okay. Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, sich um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabuloso! Nun, ich... ich würde gerne eine Story über sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Toll. Sie, Signore General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stobbart. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden. Gut, jetzt will noch Rinaldo loswerden. Ich muss mir immer noch überlegen, wie ich Rinaldo loswerde, bevor ich da runtergehe.
Rinaldo. Machen wir jetzt mal mein Visum klar. Ich versuche, Caramonte zu verlassen. Wenn ich jedes Mal einen Dollar bekäme, wenn ich diesen Satz höre, könnte ich die Hälfte meiner Familie zurückkaufen. Das ist doch jetzt egal. Was ist mit meiner Ausreisekarte, okay, meinem Visa? Tut mir leid, wir akzeptieren keine Visakarte. Ich habe nicht gefragt, ob Sie Visakarten nehmen, sondern wo ich eine Ausreisekarte mit den nötigen Visa herbekomme. Da kann ich Ihnen gar nicht helfen, Senor. Von solchen Sachen verstehe ich nichts. Toll, hier kommt man nicht mehr weg. Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Senor. Danke, ich gehe Sie schnell holen. Schön. Ich möchte gerne Ihren Gefangenen besuchen. Verurteilter Gefangener. Zum Amnesty. Das haben wir schon mal gehört. Nein. Wer? Das haben wir schon mal gehört. Okay. Das habe ich wohl nicht mehr gefragt. So, schön. Okay, Pearl, bitte. Hä? Wo gehst du jetzt hin? Okay. Wieso latscht er denn da hin? Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Duane dich zufällig darauf angesetzt? Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Duane sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Ich habe gehört, Sie sind den ganzen Weg nach Caramonte gefahren. In einem Truck. Das stimmt. Und du Das haben wir auch schon gehört. Wie kommst du denn auf diese Idee? Nein, sag's nicht. Ich kann's mir schon denken. Ihr Mann. Er hat doch bestimmt übertrieben, oder? Manchmal frage ich mich, wie ich es mit Duans überschäumender Vorstellungskraft überhaupt aushalte. Also das habe ich noch nicht gehört gehabt. Wussten Sie, dass da Sprengstoff drin ist oder so ein Scheiß? Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Okay, jetzt habe ich ein Ding nicht angesprochen, aber ich denke mal, damit können wir leben. Ach Gott. Meine Fresse. So, jetzt werden wir den Typen auch noch los. Ich kann sagen, da steht jetzt jemand, aber ist ja klar. Wäre auch dumm. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Das ist ein Mann. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Geil, wie sie latscht. So. Nachdem Pearl und Rinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Ja, natürlich. Erstmal ich brauche keine Reklamesendungen, besonders nicht die von anderen Leuten. Ja, okay, ist wohl dann doch nicht. Oh, das ist ein Safe. Tresor ist zweifellos abgeschlossen. Ja, egal. Unter dem Schreibtisch verbirgt sich ein Safe. Kriegen wir den geknackt? Das wäre ja voll die gute Idee. Ein bisschen Geld ist mal gut. So, Ausgang. Aktenschrank. Ja, okay, also ich denke mal nicht, dass hier noch irgendwas Wichtiges ist. Das ist alles Schrott und ich wüsste auch nicht, was ich hier brauchen sollte. Quatsch mal mit Rinaldo. Miguel. Ich bin George Stobart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Kennst du einen Kerl namens Karzak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Ubier? Stimmt. Dieser Mann, Karzak, er ist Ubiers Boss. Mhm. Warum hängt diese Schlinge darunter? Rinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Mhm. Okay. Nimm dir mal die Schlinge. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Wieso nicht? Ein Stück Seil zu einer Henkersschlinge geknüpft. Gib es mir doch her.